Okay, macht nichts. Gehen wir mal rein und schauen, was uns hier erwartet. Es erwartet uns eine Tafel. Vater, ich bin es, Asrasra. Merk dir gut, was ich dir zu sagen habe. Alles hat ein Gegenstück in der anderen Welt. Verändert sich etwas in der Lichtwelt, wirkt sich das auch auf das Gegenstück in der Schattenwelt aus. Ja. Das ist der Hinweis, warum wir auch auf in der Lichtwelt hätten sowieso fluten müssen. Das habe ich auch nicht bedacht. Denn dann haben wir hier auch Wasser, durch das wir schwimmen und weitergehen können. Mein Bein hat gejuckt. Das ist nicht so schön. So, dann machen wir hier nochmal das gleiche Spielchen, was wir eben schon gemacht haben, um an das Herzteil zu kommen, was ich noch wusste. Poppedi-poppedi-pop. Pop. Mach das auf. Du böser Link, du. Du bist so böse. So, das müssen wir jetzt noch ein paar Mal machen in diesem Dungeon. Die Schleusen öffnen und etwas fluten. Ich frage mich nur, warum das nicht so geblieben ist. Das wäre logisch gewesen, aber es muss ja nicht immer alles logisch sein. Und jetzt seht ihr, ist hier geflutet und wir können reinspringen und hier den eigentlichen Teil des Dungeons betreten. Okay, ich muss die Jungs töten. Und diese Wasserviecher hasse ich wie die Pest, die da. Die fliegen nämlich immer genau auf mich zu und ich kann nie ausweichen. Habe schon wieder zwei Herzen durch diesen einen Scheißtreffer verloren. Kotzwirk. Die sind so blöd unberechenbar. Au, und die schon wieder. So, und wieder zwei Herzen verloren. Aber ich habe Feen. Ich bin erstmal noch relativ entspannt. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Was seid denn ihr? Die Karte! Ich habe in dem anderen Dungeon nicht einmal auf die Karte geguckt, oder? Gebt mir doch Herzen, ihr Penner. Oh Mann! Komm hierher, du Vieh. Ist das ein ätzender Raum? Oh. Alles wird gut. Alles wird gut. Hä? Ach doch. Hä? Du wirst nicht betäubt? Warum? Dich kennen wir schon als Gegner. Ich dachte, die Kleinen kann ich wenigstens mit dem Bangerang kaputt machen. Okay, das brauche ich alles nicht. Da brauche ich einen Schlüssel. Erstmal gucken, ob da ein Herz hinten ist. Was habe ich? 4,5. Okay, okay, okay. Wer war denn hier nochmal der Boss? Ich weiß das alles nicht mehr. Scheiße, Leute. Ist das lange her. Hier ist ein Schlüssel drin. Hopp. Da drüben konnte ich... Jawohl, da konnte ich hoch. Hier muss ich mit Sicherheit fluten, um da drüben an die Treppe ranzukommen. Diese Gegner hier sind echt ätzend. Das wollte ich euch nur mal gesagt haben. Okay, das war gut. Hier werden wir eben mal bomben. Bin auch ein bisschen froh, dass wir uns mehr Bomben geholt haben. Hier werden wir eben hämmern. Und das werden wir eben umlegen. Die 3D-Effekte sind hier übrigens sehr schön gemacht, finde ich. Vor allem für den Super Nintendo-Grafikstandard. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier finden wir more money und more Bomben. Das wird ein Scheißraum da drüben. Das könnt ihr mir glauben, Leute. Womit möchte ich kämpfen? Ich bin mir immer gar nicht so sicher, mit was ich eigentlich kämpfen möchte. Blub. Aber die Ideen in den Dungeons sind einfach wieder sehr geil. Die Zelda Dungeon Designs, die sind ein Oberwahnsinn, finde ich. Okay, okay, okay. Hier können wir an den Zungen ziehen. Ich weiß nur nicht, ob das uns an der Stelle hier schon was bringt. Okay, dich töte ich. Hier gehe ich lang. Ganz entspannt bleiben. Ganz entspannt. Versuch ganz entspannt zu bleiben. Okay, ein Herzchen. Haben die noch was gegeben? Ne. So, hier gehen wir durch.
War das nur ein Kreislauf hier? Ich will mal kurz... Ja, das sieht aus, als wäre das nur ein Kreislauf. Guckt euch mal den Dungeon hier an. Der ist echt riesig. Scheiße. Den habe ich gar nicht mehr so... Oh, so groß in Erinnerung. Der Kompass! Boop. Was finden wir damit? Da oben ist der Endboss drin. Ich hab so Angst. Gucken, ob hier Zunge ziehen schon was bringt. Hier nicht. Hier auch nicht. Okay. Ich versuche die Gegner wieder weitestgehend zu ignorieren. Hier die ganzen Dinge nutzen uns im Moment noch gar nicht. So wie die große Truhe da in der Mitte. Weil ihr wisst ja aus dem ersten Dungeon. Dafür brauchen wir... Okay, die schießen immer, wenn ich mit dem Schwert haue. Ha, ausgewichen. Diese Feuerdinger mag ich so gar nicht. Die mag ich einfach nicht mögen wollen. Okay, einfach mal alles angucken, weil Leben und Wasser ist Wasser ist Leben. So, hier oben ist, glaube ich, nix. Oh, doch, ein Schlüssel. Sehr geil. Da drüben ist der Raum, wo ich hier ändern kann. Dafür müsste ich so einen Switch-Raum finden. Hier komme ich nicht durch von der Seite hier. Okay, ich muss einen Switch finden. Wo war der gleich? Der muss ja hier drüben irgendwo sein. Weil hier haben wir im oberen Teil noch nicht alles abgesucht. Komm mal her. Gott sei Dank seid ihr One-Hit-Kills. Okay, okay, okay. Da haben wir den Schlüssel für gebraucht. Da gehen wir jetzt rein. Bup. Und schon sind wir da, wo wir hinwollen. Ah, Gott sei Dank hat er nicht getroffen. Hier auch nicht, aber das ist nicht schlimm. Okay, bup. Den kann ich nicht schieben. Oh, schon wieder habe ich Gott sei Dank nicht getroffen. Bup. Und jetzt fluten wir. Sehr schön. So, wie war das, wenn ich das so habe? Komme ich da unten eigentlich auch durch, ne? Ja, jetzt ist nur die Frage, ob das für die Zukunft die richtige Entscheidung ist, den jetzt auf Blau stehen zu lassen. Eieiei, war das knapp. Ah, das sehen wir gleich. Wir können ja zur Not zurückschwimmen und wieder umstellen. Ist alles nicht so wild. Und unsere Herzen sehen eigentlich auch ganz gut aus. Ich will es zwar nicht verschreien. Was bist du denn schon wieder? Hau ab. Und unsere Herzen sehen noch ein bisschen besser aus. So, einfach konzentriert und vorsichtig spielen. Jawohl, das war sehr gut. Ah, das war nicht so gut. Das ist bei denen immer mein Problem. Jetzt hupfe ich hier runter, hopp. Und klatsche den weg. Und dann klatsche ich den weg. So. Hier kann ich nicht durch, oder was? Ne. Kann ich den hier wenigstens schieben? Ah. Schieberätsel gelöst. Sehr schön. So, jetzt geht's aufs nächste Stockwerk. Wie sieht die Karte aus? Ja, hier unten waren wir schon ganz gut. So viele Räume gibt's nicht mehr. Dich möchte ich töten. Weil du kannst mir Herzchen geben. Den großen Schlüssel. Das ist unser Begehr zurzeit. Oh, der Raum wird, weiterspielen. Der Raum hier wird echt Arsch. Das sehe ich schon von hier. Überall Stuff, der auf mich feuert, schießt, rausploppt. Au. Mir wehtun will. Au. Au. Aber Herzchen gibt's wieder. Bop. Mist, stirbt doch. So, die Frage ist, eieiei, eieiei, links oder rechts? Eigentlich gehe ich immer erst links, ne? War es ein Fehler? Ich glaube, es war tatsächlich ein Fehler. Auf der anderen Seite wäre eine Schatztruhe gewesen. Aber es ist nicht schlimm, der Weg ist nicht weit. Bop. Hier müsste gleich der Gegner wieder rauskommen, weil wir die Etage gewechselt haben. Doch nicht. Das ist merkwürdig. Eigentlich beim Etagenwechsel gibt es doch Respawn, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? So, dann gehen wir diesmal auf die linke Seite. Ui, das war eng. Eieiei. Eieiei. Oh, puh. Ein Zwacken. So, dann müssen wir den Schalter umstellen. Es nutzt nichts. Hier sind die Gegner wenigstens jetzt weg.
Das heißt, ich muss theoretisch nur hier rüber und dann da drüben den Schalter umstellen. Ich hab's, mein Gefühl hat mir gesagt, stell den Schalter um, stell den Schalter um, stell den Schalter um. Und der Ich hat gemacht, Schalter umstellen. So. Jetzt müssen wir leider wieder hier rumgehen. Und schnell! Stirb. Genau. Schon haben wir aber den kleinen Umweg gemeistert. Au. Ich habe das Seiten-Defense-Schild. Habt ihr das gesehen? Das war ziemlich geil. Du blödes Feuerding kannst mir gar nichts. Nämlich viel schneller, als wie du sein tust. Habt ihr gesehen, wie ich hier direkt auf die Stacheln zugerannt bin und es mir gar nichts ausgemacht hat, weil ich so clever bin? Geile Musik, geile diese Dungeon-Musik. Verdammt nochmal. Weggeschoben. Ah, und reingesprungen. Ich bin so klug. K-L-U-K. Und weiter geht's. Bob. Und ist hier vielleicht etwa ein richtiger, echter, toller Schatz drin? Wie zum Beispiel der große Schlüssel. Yay, Baby. Was ist denn da drüben los? Ach, das ist er hier. Smut. Und jetzt holen wir uns den Schatz des Dungeons. Hui, der ist, weiß ich ganz genau, wo der ist. Auf Dinge, auf die ich mich freue, da weiß ich immer, wo sie sind. Der Dungeon ist auch nicht ganz so Swizzle-Frizzle wie der erste und nicht ganz so schlimm Frizzle-Schnüssel wie alle, die jetzt noch kommen. Also die sind alle kein Kindergeburtstag, ja? Das ist schon herausforderndes Gaming, was wir hier betreiben. So. Die Schatztruhe ist zum Glück gleich in der Mitte mit einer Treppe ganz einfach zu erreichen. Pupp. Ich muss nur dich töten. Und dann muss ich den Enterhaken holen. Ich bin so froh. Ha, geil. Smut. Jetzt kann ich hier einfach überall rüber, wo ich will. Und mir Herzen holen. Es sei denn natürlich, es gibt nichts, woran ich mich festhalten kann. Dann kann ich nicht... Au. Damit habe ich nicht gerechnet. Da hat er mich voll dran gekriegt, der Arsch. Ein Schlüssel. Wo ist denn eine Tür für den Schlüssel? Da oben, da ist sie. Viel könnte jetzt wahrscheinlich eher nicht mehr so kommen, weil wir sind relativ kurz. Wenn wir uns die Karte anschauen möchten, haben wir dieses Stockwerk noch da und hier diese zwei Räume im Keller. Da ist nur die Frage, kommen wir da nochmal hin? Das werden wir gleich sehen. Ich möchte aber gerne hier erst nochmal auf die andere Seite switchen. Um zu gucken, dass ich keinen Schlüssel vergesse. Au. Ah. Ja, kleinen Arschlöcher. Assholes. Bup. Ah. I see, I see. This is a secret. I have understood. Warte. Du. Bong. Bong. Hau. Stahlfoss. Sieh mal an der Zunge. Geht noch nicht. Schade, unser Leben sieht schon wieder nicht mehr ganz so gut aus, aber hier kommen wir scheinbar ins Kellergeschoss. Die Frage ist, habe ich jetzt den richtigen oder den falschen Weg gewählt? War klar. Oder? War es nicht klar? Es war aber sowas von klar. Mistikack. Getötet, getötet. Ich schieb das mal lieber drauf, weil ich nicht sicher bin, ob die Tür auf der anderen Seite vielleicht auch mit diesem Schalter hier aufgeht. Das wollen wir ja jetzt gleich feststellen. Bup. Stürmen. Schnell raus hier. Und hier geht's auch noch... Au. Geradeaus, wo ging's denn da hin? Das muss ich jetzt gleich auch nochmal checken. Hä?
Okay, das ist auch der falsche Weg. Aber hier gibt es zwei Schatztruhen, die will ich unbedingt haben gleich. Und die Tür ist natürlich wieder zu. Oh Mann. Gebt mir doch wenigstens ein Herz, ihr Penner. So, das heißt, ich muss jetzt hier den Schalter umlegen. Und zwar hier. Ja, hätte ich mir auch denken können, weil da war ja der Gang noch davor. Das haben wir eben gesehen. Wir haben es doch gesehen, alle. Ihr auch. Okay. Ah, ihr droppt mir eh nichts. Weil ihr gemein seid. So, hier machen wir jetzt Folgendes. Blub. Jetzt möchte ich aber erst auf der anderen Seite entlang. Denn ich möchte diese Schatztruhen haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder eine falsche Entscheidung ist, weil es dort weitergeht und hier es einfach auch nur eine Schatztruhe gegeben hätte. Wir checken das. Die Wege sind ja jetzt eigentlich alle relativ frei. Denn das Wasser ist abgelassen. Und hier sehen wir... Bub. Ich kann es gar nicht sagen. Ich kann es echt nicht sagen. Schon wieder diese Lecks. Ich habe auch keine anderen Prozesse am Laufen. Ich weiß nicht, was das soll. Also soll heißen, ich habe nichts am Rendern, nichts am Bearbeiten, nichts am gar nichts. Okay, das war nur ein kleiner Schatzraum. Schatzraum hier. Drei Herzen, das ist nicht gut, Leute. Das gefällt mir nicht. Pupp. Oh, ein Geheimgang hinterm Wasserfall. Ich habe das Gefühl, dass das der Weg zum Bus ist. Dann müssen wir gleich umkehren. Wir sehen es jetzt. Natürlich ist es der Weg zum Bus. Oder ist der andere der Weg zum... Ich bin so unsicher. Scheiße, ich kann mich hier nicht wehren. Das ist echt ätzend. Ich muss den mal hierher locken. Au, natürlich werde ich trotzdem getroffen. Hier war noch eine kleine Schatzkammer. Die habe ich genau gesehen. Hopp. Rems. Da gibt es... Ja, es ist der Weg zum Bus. Wir müssen zurück die Schatztruhe holen. Stirb du mal. Aber wir haben wieder schön viele Herzen, die wir jetzt alle auf dem Weg, diese Schatztruhe zu holen, wieder verschwenden können. Das ist doch ein Traum. Hopp. Die sind im Wasser leider etwas fideler und auch agiler als ich. Sehr gut. Okay, wieder zurück. Ich müsste auch eigentlich so einfach ohne weiteres zurückkommen. Hier waren wir auch noch nicht nach unten gegangen. Also hier nicht, sondern... Was waren da oben? Da waren nur diese... Die Krüge, ne? Hier waren wir noch nicht nach unten gegangen. Ah, hier sind sie. Sehr gut. Haben wir uns den Weg obenrum schon mal erspart? Ich hoffe... Na gut, 40 Rubine sind besser als ein Stein am Kopf. Na gut, kommt auf den Stein drauf an, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir zum Boss. Wir haben zwei Feen. Wir haben 8 Herzen Energie. Das könnte sich ausgehen. Mit ein bisschen Glück dazu. Das schadet ja sowieso nie. Auf den Geheimgang muss man auch erstmal draufkommen, ne? Wenn man das Spiel so zum ersten Mal spielt, so ich als Stöpsel... habe an diesen Dungeons schon etwas länger rumgemacht, als ich das jetzt tue. Also damals war ich an den Gegnern besser, aber noch nicht so gut an den Rätseln. Oh, das war gut. Das war hier wie ein Profi. Habt ihr das gesehen? Puh. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Aber wir haben zwei Feen. Und wir ziehen uns seine Schlubbels raus und hauen dann mit dem Schwert drauf, damit die kaputt gehen und er nicht mehr diese bösen Sachen machen kann. Dieses scheiß Gesinge, aber diese Musik,
Die verleitet dazu, ganz ernsthaft. So, komm her. Okay. Das Vieh wird nicht einfacher, wie ihr euch denken könnt, weil jeder Boss wird nicht einfacher, wenn man seine erste Phase besiegt hat. Okay, aber bis jetzt sieht es eigentlich so ganz gut aus. Er hat nur noch 5 Stück. Die müssen wir ihm jetzt noch irgendwie abspenstig machen. 4. Okay, ein Treffer ist besser als keiner. Nicht gierig werden. 3 noch. Und dann wird er erst so richtig scheiße, der alte Boss. Ja, jetzt hat er... Ich muss jetzt natürlich auch immer gucken, in welchem Winkel ich die Dinger von ihm runterholen kann. Okay. Super. Okay, lande. Komm schon. Aber ich dachte schon, ich hätte ihn zerbackt. Ich hasse das, wenn Gegner solche Sachen machen. Okay, bisschen ausweichen, jawohl. Ah doch, er wird einfach. Ich habe gedacht, es wäre der, der so ein bisschen rumspringt, aber der kommt erst später. Der fliegt jetzt einfach nur die ganze Zeit hier rum. Und verschwindet immer wieder, wenn ich ihn mit dem Schwert getroffen habe. Und ich kann ihn eigentlich relativ einfach treffen. Und bin relativ entspannt. Au, er hat mich getroffen. Aber ich habe, wie gesagt, noch Feen. Alles unkritisch. Bisschen rumlaufen. Jawohl. Oh, manchmal, ich habe eine Fee. Es ist alles gut. Ich sterbe nicht. Keine Angst. Seht ihr? Hätte ich keine Fee, würde ich jetzt fluchen und kotzen wie eine Reiher. Wie die Musik wieder von vorne anfängt. Auch ein Treffer wäre es noch gewesen. Leider der Tod jetzt auch nicht sein müssen. So eine Scheiße. Tadadada, Herzteil Nummer 12. Und oh, der Kristall. Oh, ich habe ihn gefangen. Oh Vater, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Das Triforce erfüllt dem, der es zuerst berührt, so lange erlebt alle Wünsche. Deshalb wussten nur wenige von diesem goldenen Land. Doch im Laufe der Zeit ging auch dieses Wissen nach und nach verloren. Erst Ganon entdeckte es wieder. Zum Glück weiß er aber nicht, wie man in die Lichtwelt zurückkehrt. Denke daran, du verfügst über die Kräfte des Zauberspiegels, die dich nach Hyrule zurückbringen. Ich weiß. Nur der wahre Held kann diese Kräfte nutzen. Suche die Teleporter. Denn es gibt nicht nur auf dem Todesberg. Den auf dem Todesberg? Ja. Hm? Wandle so von Welt zu Welt, um die Bösewichte zu finden. Du bist der Einzige, der Ganon bezwingen kann. Wir vertrauen dir. Danke, Schnecke. Hast du alles verstanden? Ja. Ja. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Geil, Leute, wir haben es geschafft. Yay. So, und an dieser Stelle ist wieder ein guter Zeitpunkt zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß, wie es mir macht. Lasst mir ein Like da, wenn es so ist. Lasst mir einen Kommentar da, wenn es euch besonders gut gefällt. Ich würde mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüssi.